ihr sicher wisst, sind wir kürzlich als Schneider Electric als das nachhaltigste Unternehmen der Welt gekürt worden. Im Rahmen dieser Führungsrolle freue ich mich heute zusammen mit Vera und Claudia über Cradle to Cradle zu sprechen. Als weltweit erstes Unternehmen haben wir das Zertifikat für unsere Märten-Schalterserien System M und System Design erhalten. Cradle to Cradle als Konzept und Institution hat seine Wurzeln in Deutschland. Einer seiner Begründer ist Professor Braungart. Cradle to Cradle betrachtet Nachhaltigkeit in einem ganzheitlichen Ansatz im Zusammenhang mit den Herausforderungen unserer Gesellschaft in Bezug auf Klimawandel und soziale Verantwortung. Vera, kannst du uns genauer erklären, was wir denn da so Bemerkenswertes erzielt und erreicht haben? Gerne, Dirk. Wie du ja schon erklärt hast, ist das Konzept von Cradle to Cradle ein ganzheitliches Konzept der Kreislaufwirtschaft. Und man kann sich das ganz gut merken mit der englischen Alliteration Reduce, Reuse, Recycle, aber ganz wichtig, Rethink. Denn das Ganze fängt schon bei der Konzeption der Produkte an, dass man Prozesse und Materialien überdenkt. Und wir benutzen nur hochwertige Materialien mit einer langen Lebensdauer. Und die können am Ende des Lebenszyklus wiederverwendet oder aber recycelt werden. Das hat uns bei Cradle to Cradle in der Kategorie Materialkreislauf auch den Goldstatus eingebracht. Mhm. Und auch bei der Materialgesundheit haben wir wesentlich weniger Materialien, bedenkliche Materialien in unseren Produkten, als zum Beispiel der Gesetzgeber erlaubt. Und du weißt ja, letztes Jahr bin ich Mutter geworden und ich denke schon länger darüber nach, was ich persönlich tun kann, damit mein Kind in einer lebenswerten Welt aufwachsen kann. Und deswegen bin ich sehr stolz, dass ich bei Schneider Electric arbeite und dass Schneider dabei seinen Beitrag leistet. Ja, danke schön dafür. Und ich glaube, das ist etwas, was uns alle sehr bewegt. Aber da ist noch mehr. Na, Claudia, du kannst uns sicherlich über die Produktionsprozesse bei Schneider Electric ein bisschen mehr erzählen. Alles das, was dazu beiträgt, dass wir diesen Nachhaltigkeitsansatz weiter pushen können. Sehr gerne. Hier am Standort in Wiehl ist die Hauptproduktionsstätte der Marke Märten. Wir verwenden hier ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energiequellen und haben auch in dieser Kategorie in Cradle to Cradle den Goldstatus erreicht. Aber natürlich ist unser weitergehendes Ziel, CO2-neutral zu werden. Auch das Wassermanagement spielt eine wichtige Rolle in der Produktion. In den letzten Jahren haben wir große Schritte vorwärts gemacht, auch hier uns zu verbessern. Zu guter Letzt ist es für uns alle wichtig, die soziale Verantwortung. Wie produzieren wir unsere Artikel, die wir auf den Markt bringen? Wir sind dafür weltweit sozial verantwortlich und eine nachhaltig durchgängige Lieferkette zu haben. Dirk, es ist wirklich toll zu sehen, dass wir bei Schneider Electric so viel für die Nachhaltigkeit unserer Produkte tun. Ich bin stolz darauf, dass wir als Produktion unseren Beitrag dazu leisten dürfen. Dankeschön, Claudia, für diese wichtigen Hintergründe. Cradle to Cradle ist ein Baustein unserer Nachhaltigkeitsreise. Als Kern unserer Strategie, mit unseren Kunden und Lieferanten intelligente und nachhaltige Lösungen und Produkte für dein Zuhause und für dein Unternehmen zu erstellen. Vielen Dank.